des Dorfschulmeisterlein, von dort her, wo die Berge seien, erzählte dies und das und auch von Seefahrt was. Er sprach von Hamburg und Hawaii und dass es dort so sonnig sei. Er sprach von einem Riff, bums kam er auf ein Schiff, was er da unter anderem ausgeführt hat, später selbst Gelehrte interessiert. Das Schiff ist aus Holz oder Eisen und hinten dran hat es ein Heck. Wenn schwimmt, kann man darauf verreisen. Wenn's nicht schwimmt, dann hat es ein Leck. Die Masten am Schiff stehen hoch droben und unten am Schiff, da liegt Kiel. Doch ist bei dem Schiff mal Kiel oben, dann ist das ein dummes Gefühl. Das weite Meer ist wie bekannt gefüllt mit Wasser bis zum Rand. Denn wenn's dort trocken wär, wär's nicht das weite Meer. Es schwimmt so manches Fischlein drin, der Bismarck-Hering, der Delfin, der Rollmops und der Aal, sogar der große Wal. Das größte Wunder aber ist und bleibt ein Schiff, das eine Schraube vorwärts treibt. Das Schiff ist aus Holz oder Eisen, denn Wellblech wär etwas zu dünn. Es können auch Ochsen drauf reisen, dafür sind die Bullaugen drin. Das Schiff ist aus Holz oder Eisen und vorne am Schiff ist der Bug. Beim Schiff ist das leicht zu beweisen, bei Frauen ist es oftmals Betrug. Ahoi, ahoi, wir bleiben der Gebirgsmarine treu. Ahoi, ahoi, der reitenden Gebirgsmarine treu. Ahoi.